Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen wieder den Tennis Manager 23 und heute geht's nämlich nach Wimbledon. Wir wollen versuchen, mit unseren beiden Spielern das Hauptfeld zu erreichen. Das wird zugegebenermaßen ziemlich schwer werden, aber wir versuchen es. Beginnen werden wir jetzt erstmal mit Jerome Kim. Wir schauen uns jetzt mal an, was überhaupt bei ihm ansteht. Er spielt also am Dienstag im zweiten Slot nachmittags. Da möchte ich jetzt gerne mal gucken. Wir haben das, glaube ich, in der letzten Ausgabe uns schon angeschaut gemeinsam. Aber wir schauen uns das jetzt mal hier in dieser Hinsicht hier an. Spielerliste, Quali-Spielplan. Also da muss man sich jetzt mal anschauen, wie schlecht wir eigentlich sind. Also wir gehören auf jeden Fall zu den schlechteren Spielern, denn wir kommen erst ganz weit unten. Die 366 sind wir. Wenn vor uns ein paar Spieler für Wimbledon gemeldet hätten, wären wir gar nicht dran gekommen. Hinter uns sind nur 1, 2, 3, 4 andere Spieler. Ansonsten nur Briten und Prado Angelo. Warum sie den nominiert haben als 1907, weiß ich auch nicht. Finde ich aber cool. Und ja, das zeigt schon, wir sollten echt gucken, dass wir in die Top 300 jetzt dann kommen. Ansonsten kann es schnell passieren, dass wir zum Beispiel bei den US Open dann, beim letzten Grand Slam des Jahres, nicht mehr für die Quali mit dabei sein können. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Jetzt schauen wir uns mal den Gegner an. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gemacht. Das wird nicht einfach. Dimitri Popko, die 198 der Welt. Also deutlich besser als wir platziert. Das wird aber erst am zweiten Tag der Woche der Fall sein. Jetzt gucken wir mal auf Celine Neff, das ist unsere große Hoffnungsträgerin. Bei ihr sehe ich ganz gute Chancen, dass sie weiterkommt. Obwohl sie eigentlich eher Sandplatzspielerin ist und obwohl Jerome Kim eigentlich eher einer für Rasen ist, trotzdem Celine Neff zeigt einfach deutlich bessere Leistungen. Die spielt am Montag schon nachmittags und da haben wir uns ja den Plan auch schon angeschaut. Das ist auf jeden Fall machbar. Sie kommt auch deutlich früher, hier 176. Da geht es, glaube ich, auch runter bis zu 300 irgendwas, genau. Aber da wäre es für Jerome Kim schon schwer gewesen, sich zu qualifizieren. 337 ist die letzte Nicht-Britin, die da dabei ist. Also ich glaube, da hätte es Jerome Kim nicht geschafft. So, gucken wir mal hier. Wir sind an 28 gesetzt, 173. Dann Stefanovic ist nur knapp hinter uns, die 180 der Welt. Ist aber eher eine Rasenspielerin als wir. Also ob wir da überhaupt Favoritin sind, das wage ich doch eher zu bezweifeln. Was jetzt aber auch noch wichtig ist, würde ich gerne mal nachgucken. Wir können doch die Ausrüstung wählen. Das habe ich jetzt relativ selten gemacht, um nicht zu sagen nie. Aber vielleicht ist es hier sogar von Bedeutung, weil man ja hier Plus- und Minuspunkte bekommt. Wir haben zum Beispiel aktuell Minus bei der Ausschlagskraft und Plus bei der Präzision. Und das würde ich ehrlich gesagt gerne tauschen. Die Frage ist, wo mache ich das jetzt nochmal? Das geht irgendwo bei der Ausrüstung. Wie finde ich da nochmal hin? Planung wird es nicht sein. Vielleicht Strategie? Nee. Wie komme ich jetzt nochmal zur Ausrüstung? Hier komme ich hin. Genau. Hier sehen wir auch das, was es bewirkt. Also, aktuell nehmen wir diesen Schläger. Das bedeutet, das ist eher ein Tennisstil, ein Spielstil mit Kontrolle. Das ist eigentlich ihr Spiel. Aber ich glaube, auf Rasen sollten wir das anders machen. Nämlich, wir sollten auf plus 1 Aufschlagskraft eigentlich gehen. Hier, plus 1 Aufschlagskraft, minus 1 Aufschlagspräzision. Plus 1 Geschwindigkeit, plus 1 Wendigkeit, minus 1 Fußarbeit und Balance. Das würde ich auch ändern. Also wir hatten ihre... Ach, das kann ich gar nicht. Ach doch, Schwung ist plus 1 Geschwindigkeit, plus 1 Fußarbeit, das wollen wir haben. Also wir switchen das Ganze ein bisschen und ich würde auch gerne in Weiß spielen, weil man in Wimbledon ja auch in Weiß spielen muss. Finde ich ganz nice, wenn wir das auch realistisch halten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch was ändern kann. Nee, hier kann ich nichts mehr ändern. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Überblick gehe, dann sehen wir es hier nämlich andersrum. Aufschlagskraft plus 1 und Aufschlagspräzision minus 1. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, Wimbledon ist Rasentennis und auf Rasen ist der Ball schneller als auf Sand. Das heißt, auf Rasen sollte man schauen, dass man möglichst mit viel Kraft spielt, während man auf Sand eigentlich, klar, Geschwindigkeit ist immer wichtig, aber auf Sand ist es deutlich schwieriger, einen Ball noch zu erwischen, leichter einen Sand noch zu erwischen, einen Ball noch zu erwischen, Herrschaftszeiten, einen Sand noch zu erwischen.
weil der Ball einfach langsamer ist. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so krass der Unterschied. Früher war der Unterschied enorm. Mittlerweile ist er eben relativ gering. Trotzdem sollten wir das auf jeden Fall berücksichtigen, denn ich denke ehrlich gesagt, dass das in diesem Spiel auch berücksichtigt wird. Auch bei Jerome Kim ändern wir es und bei ihm würde ich sogar langfristig ändern. Der sollte eigentlich immer eher auf die Aufschlagskraft gehen. Hier haben wir es. Wir spielen auch mit ihm in Weiß, zumindest fast komplett in Weiß. Und auch hier, wie gesagt, die Kraft im Vordergrund. Ist ein bisschen komisch hier mit dem Klicken. Ich finde jetzt hier zum Beispiel, jetzt habe ich es. Fußarbeit, Balance. So, also wir stellen das genauso ein wie bei ihr. Und bei ihm lassen wir es auch, während wir es dann bei Celine Neff danach nochmal umstellen werden, wenn sie wieder auf ihren bevorzugten Belag auf Sand zurückkehrt. So, jetzt gucken wir uns aber, bevor wir ins Turnier gehen, noch kurz die Turnieranmeldungen an, weil ich natürlich nichts verpassen möchte, wenn Wimbledon vorbei ist. Das könnte bei uns leider relativ schnell sein. So, die Woche 27 danach können wir natürlich nichts machen. 28 danach wäre dann wieder Wimbledon und 29 sollten wir uns eigentlich wieder anmelden können. Nee, können wir aber nicht. Bei der 30 auch nicht. Warum können wir uns nicht anmelden? Warum können wir uns für die künftigen Turniere nicht anmelden? Das verstehe ich nicht. Das geht doch eigentlich hier. Saison 23, Belag alle. Okay, scheinbar kann man sich dafür jetzt noch nicht anmelden. Das wird bei der WTA dann genauso sein. Okay, schade. Aber gut, das heißt aber, ich kann das dann hoffentlich auch nicht verpassen. Bei den Girls spielt sie dann hoffentlich bei Wimbledon auch mit. Mich irritiert das jetzt ein bisschen, dass ich das nicht, dass ich mich da nicht anmelden kann. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt alles verpasse. Aber eigentlich muss das hier gehen bei Turniere. Turnieranmeldungen. Oder muss ich das hier machen? Tatsächlich. Das hätte ich jetzt fast verpasst. Okay, ich muss das über die Spieler gehen. War das schon immer so? Das ist mir jetzt neu. Aber okay. Ich möchte bei ihr auf jeden Fall gerne mal auf die Junioren-Rangliste, Junioren-Kalender kurz gehen. Denn da würde ich ja schon gerne auch in Wimbledon mitspielen. Hier, Wimbledon Junior ist dann in Woche 29. Das sind wir schon angemeldet. Sehr gut. Und danach gehen wir, ja, eigentlich geht es dann zu den US Open. Das heißt, wir müssten danach eigentlich direkt auf Hardcourt gehen. Auch wenn ihr das nicht liegt. Aber dann lernen wir auf jeden Fall das Ganze. Wir könnten für sie nach Wimbledon mal auf der Junioren-Tour erstmal spielen. Lass uns das mal machen. Hier auf Hardcourt und dann hier nochmal auf Hardcourt. Das wäre dann Woche 31 und dann wechseln wir wieder auf die WTA-Tour. Dann machen wir erstmal Pause. Das war dann Woche 31, genau. Das ist auch ausgegraut, deswegen sehr gut. Dann machen wir in Woche 32 Pause und in Woche 33 können wir eigentlich auch nochmal Pause machen. Ach, und dann kommt schon die US Open Quali. Nee, dann spielen wir. Dann spielen wir hier direkt nochmal. Lass uns mal sagen. Tja, wo spielen wir jetzt da? Das da oben ist ein bisschen. Da werden wir nicht reinkommen. Lass uns eher so ein kleineres Turnier spielen. In Amerika aber dafür schon. Dann machen wir hier Pause. Und spielen dann hier die US Open Quali. So, das klingt gut. Dann gehen wir zu Jerome Kim. Der kann ja nicht mehr bei den Junioren spielen. Das heißt, er spielt jetzt die Wimbledon Quali. Der wird in der Wimbledon Quali eigentlich scheitern. Das heißt, wir können dann relativ, dann haben wir automatisch Pause und können dann relativ schnell danach irgendwo einsteigen. Das wäre dann Woche 30. Vorher geht es gar nicht mehr. Das ist aber bitter. Ja, weil wir das nicht geschnallt haben, wo wir uns hier anmelden müssen. Gut, dann spielen wir Woche 30. Da könnten wir die Quali für Hamburg spielen. Auf Sand. Nee, das machen wir nicht. Wir wollen Hardcourt spielen. Die Quali für hier, für das Turnier hier in Amerika. Eigentlich würde ich gerne keine Quali spielen, sondern direkt irgendwo ein Turnier mitspielen. Komm, wir spielen in Porto. Nee, in Amerika. Wir spielen in Amerika. Champagne. Das ist ein eher kleineres Turnier. Da können wir vielleicht mal ein Spiel gewinnen. Das wäre ganz gut. So, dann könnten wir. Auf jeden Fall spielen wir dann hier unten die US Open Quali.
Davor machen wir eine Woche Pause. Und hier machen wir auch Pause. Dann spielen wir bloß noch hier. Und da würde ich sagen, hier wieder in Amerika. Wir bleiben da jetzt direkt. Kleines Turnier, dass er ein bisschen Erfolgserlebnisse bekommt. Dazwischen wieder Pause. Wir wissen es ja, mit ihm müssen wir ein bisschen mehr trainieren als mit Celine, falls bei ihm einfach noch nicht so gut läuft. Okay, das hätten wir erledigt. Mitarbeiter, wir sind bei Celine Neff eingereiht, das ist richtig, denn die spielt jetzt ja auch. Und da geht es jetzt direkt rein ins Match gegen eben besagte Natalia Stevanovic, die wir ja letztes Mal schon ein bisschen gescoutet haben, zumindest manuell. Und wir haben festgestellt, dass die durchaus auf Rasen relativ gut zurechtkommt. Wobei sie in schlechter Form ist, das ist schon mal gut. Ihre Stärke, Rückschlag, Hotshot. Ihre Schwäche, Spin und Schmetterball. Okay, das sind jetzt bis auf den Rückschlag eher unwichtige Dinge, würde ich mal sagen. Strategisch müssen wir nichts anpassen. Wir spielen trotzdem auf Konter, auch wenn das natürlich für Rasen eher ungeeignet ist. Die ist begeistert. Sehr gut, das ist doch schon mal nice. Das ist doch schon mal nice. Das wollen wir doch schon mal sehen hier. So, rein geht's. Wunderschön. Der Rasen. Bin ich sehr gespannt, wie das Spiel hier losgeht. 20 Siege, 14 Niederlagen. Gegnerin steht bei 5 und 5. Time. So. First set. Was ist möglich? Also, unser Ziel muss es ganz klar sein, mit Celine Neff in die Hauptrunde zu kommen. Das hat sie mittlerweile eigentlich drauf. Four. Second service. Die Frage ist, ob sie es jetzt auch auf Rasen zeigen kann. Denn, wie gesagt, das ist nicht ihr Belag. Das passt überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Aber wir ziehen es jetzt trotzdem mal durch. Sollten wir im ersten Satz feststellen, dass wir viel zu defensiv spielen für Rasen, wovon ich schon fast ausgehe, dann müssen wir das anpassen. Aber die Gegnerin ist jetzt auch keine Granate. Also es kann durchaus sein, dass die ihre Fehler dann trotzdem macht. Erstes Aufschlagspiel scheint schon mal locker an sie zu gehen. Sagen, das spulen wir jetzt mal vor. Zweites Aufschlagspiel holen wir uns und jetzt haben wir Breakchancen. Das ist doch eine gute Nachricht. Also wie gesagt, wir spulen immer vor und wenn wir dann einen Breakball haben oder entweder gegen uns oder für uns oder es gibt Satzbälle oder sonstige wichtige Punkte, dann gibt es immer eine Unterbrechung. Das war jetzt der Fall. Wir holen uns das Break und wir halten dann direkt unseren Aufschlag. Jetzt hat es aber einen Breakball für die Gegnerin. Super Aufschlag. Das spielt sie gut. Jetzt spielt sie ein bisschen zu zaghaft. Jetzt geht sie vor mit einem schlechten Angriffsball und das wird sofort bestraft. Rebreak, drei beide, alles wieder in der Reihe. Aber wir schlagen sofort zurück. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht besser aus, als ich dachte, für ihre Art Tennis zu spielen. Oh, den verhaut sie sogar. Ihre Gegnerin ist auch nicht gut, muss man einfach so sagen. Und damit geht vermutlich der erste Satz an uns. 5-3 steht's. Und wir haben Satzball. Das macht die Gegnerin gut. Einstand. Weiter geht's. Spielball. Sie hält den Aufschlag. Aber jetzt haben wir es natürlich mit eigenem Service in der eigenen Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss es sein. Das muss sie nach rechts wegspielen. Das macht sie. Dann steht 6-4. Der Satz gehört uns. Und es gibt nichts anzupassen. Wir spielen genauso weiter. Das ist ihr Spiel. Da werden wir nichts verändern. Wenn das reicht, dann spielen wir das durch. Breakball für die Gegnerin. Die macht das Break, aber wir können sofort zurückbreaken. Das machen wir. Jetzt gibt es aber wieder Breakchancen. Also zweiter Satz scheint ein bisschen mit angepasster Taktik der Gegnerin zu sein. Da müssen wir dann vielleicht bald drauf reagieren. Aber noch würde ich Celineve ihr Spiel spielen lassen. Die Chance würde ich ihr in dem Satz auf jeden Fall noch geben. So, und jetzt kann sie zurückkommen. 5-3 für die Gegnerin. Aber wir haben jetzt Breakchance. Das heißt, es könnte gleich wieder alles in der Reihe sein. Ah, sie wehrt ihn nochmal ab. Die Natalia. Doppelfehler. Ganz bitter. Damit gibt sie vielleicht ihren Vorteil jetzt gleich ab. Wieder aus. Der ist gut, aber den können wir gut retournieren. Oh, da haben wir zu saghaft retourniert. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch sofort. Dass wir ein bisschen mehr Risiko jetzt auch beim Rückschlag gehen. Zweiter Aufschlag.
Da gehen wir schon komplett Risiko. Das sieht bei ihr aber wirklich aus, als würde sie den bloß rüberschubsen. Lass uns da noch ein bisschen weiter vorne positionieren. Da haben wir schon Risiko auf Linien hoch. Nee, lass uns das auf Durchschnitt gehen und dafür mit Kraft spielen. Das spielt sie cross, ja, das ist okay. Aber ein bisschen mehr Power wollen wir da jetzt eben drin haben. Und bei eigenem Aufschlag, lass uns bei eigenem Aufschlag ein bisschen mehr Kraft reinbuttern. Ich meine, es ist auf Rasen. Wir müssen schon ein bisschen gucken, dass wir uns ein bisschen wenigstens anpassen. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Spieler, der sich nicht auf den Belag anpasst. So, ich hoffe, dass das jetzt gespeichert wird, wenn ich hier auf Schließen klicke. Ich kann mich teilweise nicht mehr erinnern, wie es geht. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, dieses Game. Macht sich sofort bemerkbar. Das macht sie gut, die Gegnerin. Damit hat sie jetzt den Satzball. Wir wollen auf jeden Fall am Ende des Satzes mit ihr sprechen. Das stellen wir jetzt mal ein. Und das ist es tatsächlich. Wir verlieren den zweiten Satz. So, und jetzt kann ich mit ihr sprechen. Müssen wir jetzt schauen, dass wir sie ein bisschen motivieren können. Zieh den Ballwechsel in die Länge. Das ist eigentlich ihr Spiel. Das haben wir jetzt taktisch aber ein bisschen geändert. Ne, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Kein Stress, du bist gut im Spiel, lass die Bälle etwas mehr laufen. Gute Arbeit, erhalte den Druck aufrecht. Lass die Bälle etwas mehr laufen. Sie scheint nicht zu reagieren. Okay, hat sich überhaupt nicht gelohnt, das Gespräch, aber wir haben es immerhin versucht. Die Gegnerin ist immerhin besorgt, das ist auch nicht schlecht. Und wir spielen jetzt ein bisschen offensiver, was wir in dem Ballwechsel direkt schon sehen können. Sie geht sogar ins Netz, den muss sie machen, den macht sie auch sehr, sehr gut. Intensität lassen wir jetzt mal so, wie sie ist. Das ziehen wir so durch. 15 beide. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir direkt zu Beginn Breakball kriegen. Nein, kriegen wir nicht. Wir halten unseren Service. Gegnerin leider auch. Jetzt geht es aber ganz schnell in die entscheidende Phase. Jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. 4-3 für uns. Gegnerin hat 40-30. Wir sind jetzt schon in der entscheidenden Phase hier. Jeder bringt bis jetzt seinen Aufschlag durch. Die Änderungen scheinen sich für uns also ein bisschen ausgezahlt zu haben im Vergleich zum zweiten Satz. Komm schon, hol ja den Einstand. Nee. 4 beide. Aus. Oh, da hat man Glück. Die Gegnerin einfach besser gespielt im Ballwechsel. Man merkt, dass das Spiel der Gegnerin eher auf Rasen passt als unseres. Man merkt das. Wir sind immer in der Defensive und das ist auf Rasen eigentlich tödlich. Ich glaube, dass das nicht gut geht. Ich glaube, dass das nicht gut geht. Wir müssen vielleicht doch ein bisschen offensiver jetzt spielen. Was natürlich während dem Ballwechsel dann einzustellen ist. Lass uns mal jetzt nicht ins Zentrum spielen. Lass uns die Gegnerin jetzt mal ein bisschen nach hinten drücken. Sonst spielt die uns zu offensiv. Das könnte schon sein, dass diese Änderung Gold wert ist. Topspin ist, glaube ich, trotzdem okay. Das würde ich fast lassen. Ich möchte sie jetzt nicht zu riskant spielen lassen. Das spielen wir jetzt ein bisschen. Nee, das muss Topspin sein. Aber lass uns das mit mehr Risiko spielen, wenn wir im Angriff sind. Und die Verteidigungssituation. Da drängen wir die Gegnerin jetzt zurück. Die Gegnerin ist nämlich zu schnell, zu offensiv. Und lass uns das ein bisschen neutral machen. Ja, das kann es schon sein. Das kann schon die Änderung sein, die uns was bringt. Denn jetzt sollte es automatisch so sein, dass die Gegnerin nicht mehr so schnell in die Offensive gehen kann. Das heißt, wir selbst spielen gar nicht unbedingt offensiver. Wir verhindern nur, dass die Gegnerin offensiver spielt. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Ja, nein, das Maus. Gut gedacht, schlecht gemacht. Das ist ein guter Sendungstitel. Gut gedacht, schlecht gemacht. Oh nein, jetzt gibt es ja auch noch Breakshot.
Den verhaut sie auch, oder was? Oh Gott. Also ans Netz darf sie halt echt nicht gehen. Das kann sie halt überhaupt nicht. Das offensive Spiel kann sie überhaupt nicht. Wie sie sich freut nach dem Doppelfehler. Das ist ein bisschen frech. Die macht gleich zwei Doppelfehler. Das ist natürlich sehr nice. Die hat ein bisschen Angst. Das schaffst du. Komm schon. 15:30. Wir müssen jetzt richtig intensiv spielen hier. Mein Gott, also die Beinarbeit ist halt immer noch Katastrophe bei Celine F. Da muss man einfach immer noch dran arbeiten. Den verhaut sie auch? Ey, jetzt haben wir wirklich dumme Fehler gemacht jetzt in diesem Ballspiel, in diesem hier, in diesem Aufschlagspiel. Oh, jetzt geht's dahin. Jetzt geht's dahin. Wir verlieren das Match. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Nach dem frühen Aus von Celinev können wir jetzt immerhin das Training ein bisschen intensivieren. Ich würde sagen, Taktikunterricht brauchen wir nicht. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass sie ihre Beinarbeit in den Griff kriegt. Das hat man einfach jetzt wieder gesehen. Auf Rasen ist es ja nicht deutlicher zu sehen, eigentlich weniger deutlich als auf Sand. Aber du merkst es halt in jedem Ballwechsel, weil du halt einfach immer zu spät kommst. Und ich finde, das sieht man ihr einfach immer noch an. Und das werden wir dann zur nächsten Saison auf jeden Fall gut geregelt kriegen, da bin ich mir relativ sicher. Aber jetzt, in dieser Saison, werden wir mit dem Problem einfach noch zu kämpfen haben. Das ist einfach klar. So, das wird ihr Training sein. Wir sind jetzt Trainer von Jerome Kim. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt gleich sein Spiel coachen. Bei ihm erwarte ich nicht viel. Also das würde mich schon fast überraschen, wenn er weiterkommt. Bei Celine F bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber ich habe es ja schon befürchtet. Ich habe es in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass die Gegnerin eigentlich deutlich besser auf Rasen unterwegs ist als wir. Auch der Gegner von Jerome Kim ist in schwacher Form. Das sollte uns doch Mut machen. Der reagiert nicht auf meine Ansprache, aber gut, wir haben zu ihm eh nicht so einen guten Draht wie zu Celine F. Bei ihm ist es eher ein bisschen schwieriger, dass wir da Zugriff finden. Aber jetzt gucken wir mal. Wir lassen ihn sein Spiel spielen. Bei ihm ist es genau das Gegenteil wie bei Celinev. Sein Spiel liegt definitiv dem Rasensand, dem Rasenbelag. Aber es macht sich zu Beginn auf jeden Fall nicht bemerkbar. Wir haben das Break kassiert. Der Gegner hält seinen Aufschlag souverän und hat jetzt wieder Breakchance und macht das Break auch. Also der erste Satz ist sozusagen weg. Da ist der Satzball, ja. Nur Daumen nach oben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir liegen trotzdem hinten. Wie sieht's aus? Winner 11, der Gegner 16. Nicht erzwungene Fehler 11, der Gegner 4. Ja, das ist dann relativ deutlich. Da verstehe ich nicht, wieso wir nur Daumen nach oben kriegen. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Die Frage ist, was können wir jetzt ändern, außer die Intensität ein bisschen hochzuschrauben. Wir spielen extrem offensiv mit ihm, das möchte ich auch nicht ändern. Was sich ändern muss, sind seine Fähigkeiten so ein bisschen. Das heißt, er muss einfach besser trainieren. Kick-Aufschlag beim zweiten würde ich trotzdem lassen. Beim Rückschlag gehen wir hohes Risiko. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt aber Longline. Zweiten Aufschlag sowieso. Und während dem Ballwechsel... Ja, wir ballern mit mehr Kraft rein. Wir müssen mit mehr Kraft spielen. Also genau das, was wir jetzt auch bei Celinev geändert haben, das ändern wir jetzt bei ihm auch. Nur, dass es bei ihm, glaube ich, besser fruchten wird, weil er einfach mit mehr Kraft spielen kann. So, diesmal kriegt er das Break nicht gleich kassiert. Hat aber auch keine Break-Chance. Also wir haben beim Gegner keine Chance, uns mal einen Breakball zu erarbeiten. Und jetzt hat der Gegner aber wieder Breakchance. Bei 4 beide. Also der zweite Satz läuft deutlich besser. Aber trotzdem weit davon entfernt, richtig gut zu laufen. Jetzt geht der Gegner ans Netz. Das ist schwierig. Ja. Und jetzt haben wir das 5-4 für den Gegner. Und das wird es jetzt gewesen sein. Matchbälle brauchen wir uns nicht anschauen. Das Ding ist durch. 6-2, 6-4. Deutliche Niederlage für uns. Damit fliegen beide unsere Spieler raus in der ersten Quali-Runde. Das ist natürlich enttäuschend. Aber wir sollten trotzdem nicht zu traurig sein. Ein bisschen Kohle gibt's und vor allem lernen wir daraus. Vor allem unsere Spieler lernen daraus. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Celinev eben überhaupt nicht auf Rasen zu Hause ist und dass Jerome Kim einfach nicht bereit ist für ein Grand Slam Turnier. Das
Müssen wir einfach sagen, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und das Gute ist, das Spiel ist deutlich schwieriger geworden, als es früher war. Und das macht mich auf jeden Fall glücklich, denn ich fand das Spiel in der Ausgabe vor 2 Jahren deutlich zu einfach. Und dass das jetzt ein bisschen schwieriger geworden ist, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, wir trainieren auf jeden Fall mit ihm jetzt ordentlich. Bei Celine F haben wir das Training schon eingestellt. Ja, und damit ist diese Woche durch. Wir trainieren jetzt erstmal die nächsten Wochen und dann geht es mit den nächsten Turnieren weiter. Ihr habt ja gesehen, wo wir uns angemeldet haben. Das war's schon mit der Ausgabe. Leider keine erfolgreiche. 2 Partien, 2 Niederlagen, aber wir sind reich an Erfahrung geworden. Bis zum nächsten Mal auf Levin Stream Sport.